Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4C, der Ski-NMS Festritz-Drau, das überregionale SBZ für Hörbeeinträchtigte in Kärnten und das Kärntner Medienzentrum präsentieren den Trickfilm Leseprojekt in Kärnten, Februar 2014 bis Februar 2015. Verschiedene dicke Bücher springen vom Regal auf einen Tisch. Das dickste Buch ist ein Lexikon. Dann kommen sehr dünne Bücher. Ein Hallo-Buch, eines, das sich ziehen nennt, und ein AVWS-Buch. Das Hallo-Buch fragt: Warum bist du so dick? Das Lexikon. Mich hat immer sehr viel interessiert. Ich habe viel zugehört. Um es nicht zu vergessen, habe ich alles aufgeschrieben und damit ich es schnell finden kann, habe ich es geordnet. Ich war zuerst auch ganz dünn. Im Laufe der Zeit wurde ich immer dicker und dicker. Noch immer schreibe ich mir alles auf, was mich interessiert, was ich höre oder sehe. Das Hallo-Buch. Wie du siehst, trage ich Hörgeräte. Das war nicht immer so. Meine Bucheltern haben erst sehr spät erkannt, dass ich schlecht höre, dass ich anders höre, daher anders verstanden und auch anders gesprochen habe. Ich sagte zum Beispiel Ä-L statt Sessel, da ich die hohen Frequenzen wie S, S, F, F, Z und DZ nicht richtig verstanden und daher auch nicht richtig ausgesprochen habe. Oder ich hörte bei Graf, Grat, Gras, Grat oder Grat, nur Rauch. So habe ich viele Wörter anders verstanden, anders gesprochen und wurde immer von meinen Buchkameraden ausgelacht. Daher haben mich Wörter nicht interessiert. Ich spielte meistens alleine und beobachtete die Vögel in der Luft, die Fische im Wasser. Dann bekam ich meine Hallos. Das sind meine Hörgeräte. Ich musste mich erst an das neue Hören gewöhnen. Bilderkarten wurden zu Buchstaben und ich lernte lesen. Ich wusste aber nicht, was ich las, da ich die Begriffe nicht kannte. Meine Buchfreunde wollte ich nicht fragen, da sie zum Beispiel sagten: Was? Du weißt nicht, was eine Rose ist? Und mich dann auslachte. Das Lexikon sagt: Gut, dass wir uns hier in der Bibliothek treffen. Mich kannst du immer fragen. Wenn du ein Wort nicht weißt, so kann ich es dir erklären. Du kannst dir viel Zeit nehmen. Beim Fernsehen oder wenn du im Radio eine Sendung hörst, geht das oft viel zu schnell. Da gibt es keine Pausen. Bei mir kannst du auch in Ruhe noch einmal lesen. Du kannst auch einmal weggehen und danach wieder weiterlesen, ohne dass du etwas versäumt hast. Es gibt ja so viele Bücher. Beginne mit einem, wo du viele Bilder und wenig Text siehst. Das Lexikon zum AVWS-Buch. Du bist ja auch so dünn. Warum das? Das AVWS-Buch. Mir geht es ähnlich wie mit dem Hallo-Buch. Ich höre zwar sehr gut, aber ich habe große Probleme, das Gehörte richtig zu verstehen. Der Arzt sagte zu meinen Eltern, dass bei mir die Hörverarbeitung im Gehirn nicht richtig funktioniert. Wenn es dann in der Klasse laut ist, wenn alle Schüler durcheinander sprechen, wenn ich lange und viele Sätze höre, weiß ich gar nichts mehr. Komm du doch auch zu mir. Hier in der Bibliothek muss es ruhig sein. Das ist unsere Bibliotheksordnung. Und wer sich nicht an die hält, muss den Raum verlassen. Antwortet das Lexikon. WS-Buch sieht zum CI-Buch. Und was ist mit dir? Bei dir sieht es fast so aus, als ob du auch ein Hörgerät hättest. Ist es aber nicht, oder? Das CI-Buch. Der äußere Teil meines Geräts sieht ähnlich wie das Hörgerät aus. Das Implantat wird chirurgisch unter die Haut hinter dem Ohr eingesetzt und ersetzt die nicht vorhandenen defekten Haarzellen in der Gehörschnecke.
der Kuchler. Wenn ich den äußeren Teil wegnehme, bin ich taub. Dann kann es in der Klasse sehr, sehr laut sein. Aber für mich ist es ganz ruhig, stille. Nach einiger Zeit finden die Bücher Gefallen am Lesen und werden immer dicker. Es macht Spaß, bei dir zu lesen. Ich lese jetzt auch zu Hause und wenn ich eine Zeitung lese oder einen Postwurf bekomme, dann sind mir schon viele Wörter bekannt. In der Schule werde ich gelobt, da meine Geschichten schon länger werden und ich durfte sogar einmal meine eigene Geschichte vorlesen. Nach einigen Wochen werden die Bücher immer dicker, die Freude am Lesen wird größer, der Wortschatz immer besser und vor allem bessert sich auch ihr Selbstwertgefühl und ihr Selbstbewusstsein. Die Bibliothek wird ihr Lieblingsplatz der Bücher. Sie werden gute Freunde und können sich immer auf das Lexikon verlassen.